Let's Play und ich begrüße euch zu einer neuen Folge beziehungsweise zur dritten Folge von The Bus. Ja, wie versprochen, fahren wir heute mit dem Dreitürer Solo-Variante zum Flughafen Tegel. Ja. Ah ja, genau. So, jetzt melden wir uns hier mal an. Unsere Fahrnummer ist die 78340. Enter. Grüße Sie. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Ja, ups. Upsi. Hier haben wir diese interessante Action-Kamera. 1 Euro kriegen Sie zurück. Einzelfahrschein. A, B. Drucken. Bitteschön. Ja, jetzt werden wir uns noch... Warte, wie lange haben wir noch? 4 Minuten, genau. Schauen wir uns mal ein bisschen den Bus an. Ja, er ähnelt halt, weil es eben dasselbe Modell ist. Ziemlich dem Gelenkbus. Nur, dass er hier halt dann kein Gelenk hat. Da ist er dann der Ding und da ist dann aus. Schönes Handy haben sie übrigens. Das habe ich im Fernbus-Simulator gehabt. Ja. So finde ich das eigentlich ziemlich gleich. Die Luken können wir dann noch öffnen. Und hier die Fenster. Das habe ich, glaube ich, das letzte. Doch, da sind wir dann im Regen gefahren. Mit offenen Luken. In der ersten Folge, in der zweiten Folge. Dann glaube ich nicht mehr. So. Ja. Sonst alles gleich. Fahrgäste steigen ein. Und er ist halt nur ein bisschen kleiner. Ja. Dann können wir uns jetzt wieder in das Steuer setzen. Die Türen lassen wir mal noch da. Ich wollte die Luken öffnen. Nein, so. Öffne die Luke. Öffne die Luke. Ah, okay. Okay, hier ist noch ein Fehler. Das können wir auch gleich reporten. Nein. Das mit F1 machen wir das, ja. Das sollte ein Gameplay-Fehler eigentlich sein. Man kann nicht vorhandene Luke öffnen. Absenden. Da müssen sie noch ein bisschen reinschauen. Der wurde halt ein bisschen schnell gemacht. Das haben sie selber gesagt, weil sie den unbedingt noch fertig haben wollten zum Release. Aber jetzt haben wir noch 2 Minuten. Können wir auch vorspulen. Irgendwie machen. Ah, da macht man das so. Wartet seit dem Zeitraffer. Oh, jetzt haben wir noch 1 Minute. Legen wir einen Gang an und fahren los. Aber schaut schön aus. Ich meine, boah, ist dasselbe Cockpit eigentlich. Ist jetzt nicht so viel anders. Aber es schaut ja schön aus. Oh, kommen Sie ran, kommen Sie rein. Heute werden wir, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich werde mal schauen, dass wir ungefähr 15 Minuten fahren. Oder sowas, dass die Folge nicht zu lang wird, weil ich möchte euch nämlich alles zeigen. Also in beiden Richtungen alles. Und deshalb möchte ich da keinen Cut reingeben. So wie wir dran sind. Das mache ich irgendwie bei diesen 1:1 Simulation, weil dann seht ihr wirklich, wie das ausschaut und sowas. Nicht, wo ich dann nur bei den Stationen hinfahre und sowas. 24 Stunden, Fahrschein A, B. Nein, 1:20. Bitteschön.
Restaurant. Ihr lässt mich da jetzt rein, okay? Danke. Und dann bin ich wieder ohne Lenkrad unterwegs. Ich bin halt irgendwie zu faul, das anzuschließen. Und ich habe dann auch nicht so viel Platz auf meinem Schreibtisch. Deshalb, ich fahre ja, glaube ich, eh eigentlich halbwegs gut mit Tastatur. Oh. Nächster Stopp, Staatsoper. Ah, das sieht schon schick aus. Gefällt mir. Ich meine, ich fahre immer lieber mit Gelenkbus, weil das halt einfach mehr Action ist. Vor allem in Kurven und sowas. Und der beschleunigt langsamer und sowas. Das ist dann immer noch so eine eigene Herausforderung. Und deshalb, Alter, schaut euch das an, wie schön das ausschaut. Ein Träumchen. Also es ist jetzt nicht Berlin 2021, sondern Berlin. Oh, ich bin aber ein bisschen schnell unterwegs. Berlin Ankunft. Ah ja, ich bin 20 Minuten zu früh. Genau. Kann ich das auch irgendwie vorspulen? Das kann man auch vorspulen. Interessant. Wusste ich nicht. Jetzt haben wir noch eine Minute. Kommen Sie ran, kommen Sie rein. 20 Cent gibt's für Sie. Einzelfahrschein ABC wird gedruckt. Dann können wir auch schon weiterfahren. Ich habe jetzt wieder Lust auf das Spiel. Das hatte ich dann irgendwie verloren und sowas. Ja. Falls ihr irgendwas noch von der Bus sehen wollt, schreibt mir das halt dann in die Kommentare. Jetzt habe ich mir vorgenommen, dann nachdem wir mit dem Bus zum Flughafen Tegel gefahren sind, dass wir mit dem dann noch, na, mit dem genau, dass wir uns die Editoren anschauen, die was jetzt schon verfügbar sind, die mit dem Fahrplan machen und sowas und managen, wenn der Bus dorthin fährt, auf welcher Route fährt er weiter und sowas. Da schauen wir uns das dann an in der Folge und dann noch so eine Sehenswürdigkeiten auf der Strecke. Dann schauen wir uns noch ein paar Sehenswürdigkeiten auf der Strecke an. So, und das sind dann 6 Folgen. Das hätte ich jetzt mal vor, aber wenn ihr dann noch irgendwas anderes habt, was ihr noch nicht gesehen habt, was ihr in meinem Video sehen wollt, dann schreibt mir das halt bitte in die Kommentare. Das wäre sehr nett. Ah, man merkt schon, dass der kleiner ist, muss ich schon sagen. Und die KI, falls ihr das noch nicht wisst. Oh, da habe ich jetzt was. 1, 2, 3. Das war da. Oh, der hat das gar nicht. Das ist eine angenehmere Sicht. Also die NPCs werden bis jetzt nicht im Early Access, sondern erst dann eben zum Release geändert. Kommen die? Ich sehe es nicht. Ja, die kommen. Weil die Scha man merkt halt, dass das der Bass ist. Und allein das da. Kritisch. Alter, hast du komische Augen. Hilfe. Muss mal zum Doktor gehen. So. Und dann. Die schauen einfach nicht schön aus. Bei der Engine. Da merkt man, dass die konvertiert wurden. Aber das ist ja der Sinn von Early Access. Die Community kann jetzt halt in ja vieles mitbestimmen, was noch geändert werden soll. Sie haben jetzt nur mal eine Grundlage gemacht, alles programmiert und sowas, aber wenn sie die Community jetzt eben will, dass die NPCs geändert werden, aber ich glaube, das hatten sie selber vor, sie haben es noch nie erwähnt und noch nicht umgesetzt. Das wird dann so schön. Ach, der Bass ist ein cooles Spiel. Ja, dann sind da habe ich irgendwie die Lust verloren. Aber das Ding macht. Also es werden sicher noch Folgen kommen, vor allem dann jetzt, wenn die neuen DLCs rauskommen. Die ersten zwei. Vielleicht schaue ich mal, ob ich mir da eins kaufe und wenn ja, dann nehme ich da wieder ein Video auf. Brandenburger Tor. Sehr interessant. Oh, Grüße. Mal weiter. Grüße. Werde Taxi. Eigentlich müssen wir jetzt rauffahren. Genau.
Hier alle so komisch waren. Grüße, Policeman. 2,1 Kilometer schmeckt. Ich mag das mit der Null da so durchschalten. Ja, dann kommt man hier zu dieser Kamera. Ah, die sieht geil aus. Ah, wir sind da ordentlich voll. Kann man nichts sagen. Hey, da ist ja eine Luke nicht aufgegangen. Das gibt eine Anzeige, Freundchen. Das geht nicht ans. Da fahren sie doch schon alle. Perfekt. Wann hier? Hier will das. Warte. Ah, hier reporten wir wieder. Kategorie. HUD, wo sind das Menüs? Navi zeigt nichts an. Wir wollen, ja, dass der Pass fehlerfrei ist und dann muss man halt sowas machen. So, guck mal näher. Oh, bumm, die Polizei mal gerannt. Grüße. 15 Uhr. Ja, morgen. Junge. Lol, mein Name ist zu. Jetzt hat es geschafft. Wie soll ich hier mit 15 fahren? Oh, wir sind ein bisschen spät dran. Jetzt haben wir einen Rückstand. Aber das macht nichts. Also, zu spät sind wir noch nicht, aber wir haben eine Minute und da ist eine rote Ampel. Kritisch. Aber ich fahre den jetzt zum ersten Mal. Aber irgendwie fühlt er sich komplett gleich an zum Lenken. Ah, die Hupe ist auch so schön. Warte, schnell, nach hinten. Oh, Träumchen. Und weiter. Oh, jetzt haben wir da alles aufgemacht. Guckt euch das an. Ich finde das. Ah, jeder. Ja, hier morgen. Einmal kurz 15, einmal 50. Danke für nix. Oh, bumm. Einmal kurz rauffahren. Morgen. Ihr zahlt aber auch nie richtig. Ich habe das gerade. Morgen. Erst einmal erlebt es oder zweimal, dass der das gleiche macht. Es ist passend, der Hergemann. Und dann kann man weiterfahren. Hier ist doch dann gleich nur noch mal dieser eine 30er, weil hier das Charité ist. Ja, hier ist 30, ist schon angeschaut. Junge. Ja, morgen. Immer dann, wenn es der Tempomat funktioniert, dann geht's nicht. Geil. Ah, dafür können wir dann bei der 50er-Zone, wenn wir da Busspur haben und sowas, voll aufholen. Sonst geht's Ihnen gut. Ist, glaube ich, angenehmer, die Sicht. Campus Mitte. Ich bin hier noch nie 30 gefahren in der Zone. Bin ich immer schneller gefahren. Aber ich fahre auch, glaube ich, zum ersten Mal die Strecke wirklich mit Regeln und sowas. Weil ich die einfach so schnell anschauen wollte. Und da fährt man halt nicht nach Regeln. Da steckt schon in meiner. Ein Ticket. Immer. Einzelfahrschein AB. Bin jetzt aber ein paar ausgestiegen. Nee, keiner mehr. Mal weiterfahren.
Charité. Bonjour. Bonjour. Robert Kochplatz. Robert Kochplatz. Ich fahre wirklich so vorbildlich. Ich hetz mich nicht. Es macht auch, so macht's auch wieder Spaß, mal wieder zu fahren. Nach Regeln. Boom. Boom. Sei ich nach Re Alter, ist der jetzt schnell gefahren. Ach, Regeln fahren und dann schaffe ich es nicht, in einen Parkplatz ranzufahren, der eh so groß ist. Boah, ein Meister. Warte, kann ich jetzt hier das drücken? Drücken, um Haltestellenwunsch zurückzusehen. Da passiert nichts. Okay. Es macht auch so Spaß, das zu drücken. Nicht mit den Tasten auf der Tastatur. Ah, oh, alle draußen, alle drin. Sieht gut aus. Aber wir fahren pünktlich ab, also man kann nichts gegen uns sagen. Wir sind super Busfahrer. Busfahrer, Busfahrer. Oh, auf unserem LKW, er ist der Beste, weil er nicht fahren kann. Aber wir sind echt voll. Aber die TXL-Linie, das habe ich erfahren, bei einem anderen YouTuber, die fährt mit einem Gelenkbus, weil die eben so lang ist. Die fährt ja wirklich fast quer durch Berlin. Sie hält nicht bei jeder Station, aber bei den wichtigsten Knotenpunkten. Da Flughafen, da Brandenburger Tor. Fernsehturm ist da auch irgendwo hier. Es hält wirklich überall, was wichtig ist. Ist halt so eine Tourismuslinie und da fährt man nicht mit einem Solobus. Aber ich will ihn ja herzeigen und da werde ich jetzt nicht einfach so fahren, ohne Route. Ja, da wäre ja unnötig. Aber hier kann man das jetzt schon mal anschließen, der zweiten Tür der Vordertüren. Okay. Könnt ihr auch mal fahren, ihr Schnarchnasen? Sag nicht, da war jetzt. Da war halt. Ah, nee, da war nicht grün. Jetzt ist da grün. Oh, du Schnarchnase, fahr jetzt. Komm, gib Gummi. Ich will auch noch drüber. Sehr nett. Oh. Das. Also mir so viel ausgeschnitten. Oder wie auch immer das Wort heißt. Doch, heißt so ausgeschnitten. Na, aus. Dieses Ding. Aus. Ah, fällt mir gar nicht an. So, steigen Sie bitte hier schon ein. Das wäre sehr nett. Also, ich steige nie an meiner zweiten Tür aus, fällt mir auf. Na, da will noch einer. Alter, da steigen sie jetzt aus. Jetzt können wir es aber. Da will auch keiner was. Dann können wir da ausschließen. Oh, jetzt sind wir aber ein bisschen hinten. Ja, die Ampel. Aber jetzt haben wir grüne Welle. Und einen 50er. Da hole ich jetzt meinen Sieg. Hallo. Tempomat. Grüße. So. Hauptbahnhof. Gelbes Symbol mit einer Tür. Auch lustig. Hauptbahnhof. Och, ey. Wegen dem einen Fettsack da kann ich nicht noch meine Busspur. Mit einer Anzeige. Aber jetzt steht ja noch Hauptbahnhof auf unser Ding. Fällt mir gar nicht an. Auf der Zielanzeige, sag ich jetzt mal. Warum weiß ich das jetzt nicht? Egal. Und sobald man dann
Das ist jetzt da so, normalerweise muss das der Fahrer, glaube ich, umstellen. Sobald du auf die Halteposition, die ich ja ausgeschalten habe, beim Hauptbahnhof reinfährst, dann schaltet er um auf Flughafen Tegel. Das können wir jetzt an. Und es ist. Boink, boink. Nein, brems. Und jetzt können wir fahren. Auch interessante Perspektive. Boom. Oh, hier halt er hier. Und jetzt steht Flughafen Tegel. Da ist schon Haltestelle, ja. Da haltet der Bus anscheinend ein bisschen früher. Ja, aber jetzt steht halt Flughafen Tegel. Matrix, jetzt fällt's mir ein. Matrix. Ich bin so gut. Grüße. 1 Euro für Sie, Einzelfahrschein AB. Bitteschön. Sonst sind alle draußen beim Hauptbahnhof. Schauen wir mal. Ja, können wir schließen. Ich würde es noch cool finden, wenn das Kneeling oder wie das heißt, dass er sich so runterzieht, irgendwie nur bei der 9. Tür ist. Weil das ist immer automatisch. Das macht dann irgendwie keinen Spaß. Wenn du nur fahren kannst, Türen öffnen, Tickets verkaufen, dann muss so ein bisschen mehr Detail. Bei Mercado zum Beispiel kann man ja sagen, oder bei diesem Ding, dass er. So vergesse ich jetzt, von wo ich rede. Bubble. Ich hab's jetzt wirklich vergessen. Mann, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. I am im Kneeling. Kneeling. Dass das bei Arcade oder bei, dass man es einstellen kann, wenn man es nicht machen will, dann wird es automatisch gemacht und ansonsten, dass du eine Taste drücken musst. Ich glaube, jetzt ist grün, oder? Ja. An Turmstraße. Junge, wir sind aber echt hinten. Ich sollte Gas geben. Aber wir haben jetzt derzeit noch keine Buskarriere. Die wird jetzt aber noch in Phase 1 reinkommen. Bin ich sehr gespannt. Da wird es dann auch noch ein Video geben. Dass wir das so mit mal nur mit einer Buskarriere mitfahren. Sehen, wie der die Tickets verkauft. Und sowas. Das ist eigentlich Fahrradspur. Das war jetzt eigentlich illegal, aber ich wollte nicht abbremsen. Es tut mir sehr leid. Schlechtes Vorbild. Gibt eine Anzeige. Sollten dann eigentlich dann gleich da sein. Jetzt nicht von der Länge, aber von der Uhrzeit her gesehen. Also da hätte ich nicht zu viel vorspulen müssen. Habe ich mir 20 Minuten zu früh, das. Dann bist du halt am Ende 15 Minuten zu früh, aber das ist langweilig. Langweilig. Aber ich finde es cool, dass man das auch. Bist du wahnsinnig? Hackt's. Junge, ich hatte grün, oder? Oder waren überhaupt eine Ampel? Ich habe mich jetzt auf die Straße konzentriert. Eieiei, mit mir was als Busfahrer, das wird nur was. Aber ja, man kann das in den Einstellungen hier. Optionen. Spiel. Kann man hier. Haltestellenmarkierung anzeigen. Dann ist das diese Fernbus-Simulator-Markierung. Und die mag ich nicht. Deshalb habe ich es ausgeschaltet und ich finde es ja schöner. Vor allem, du hast es eh im Navi angezeigt, wo die Station ist, dann bräuchte ich jetzt nicht. Dann bräuchte jetzt nicht nochmal eine extra Markierung. Nur, dass ich weiß, wo ich halt. Jetzt gibt es ja da eh keine Punkte. Vielleicht wird es das mal geben. Ah, da müssen wir abbiegen. Oh, schau mal, auf, Blick auf die Karte. Ich weiß halt jetzt nicht, wie lang das Video ist, weil ich. Haben jetzt gerade 20 Minuten vorher bei der beim Brandenburger Tor oder sowas Pause gemacht. Da wird jetzt daneben gerade sein. Weil ich essen musste und einen Osterhasen vorbeibringen musste. Zu deiner Nachbarin, weil die uns eingebracht hat. Und das waren jetzt locker 20 Minuten, aber da steht, die Aufnahme ist 44 Minuten. Das ist halt die Frage, ob wir jetzt noch für die paar Stationen.
Ich bin Zebra-Fanborn. Dann geht das schon. Da ist jetzt eigentlich nur fahren. Da muss ich ja nichts kommentieren. So, komm, guck mal an hier. Echt, diese VW sind solche Schnecken. Hallo, hallo. Hallo? Es tut mir jetzt leid, liebe Leute, aber ich musste mal anschieben. Der will nicht fahren. Hallo? Fahr doch. Morgen. Jetzt haben wir hier wirklich einen Saustall. Ja, morgen. Jetzt fährt er. Jetzt fährt er. Und ich hänge bei dem Auto. Danke. Aber ich meine, geht eh noch. So. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der bremst. Aber egal, ich bin über der Linie, ich kann doch. Wir sind über der Ampel. Boah, das wird so cool mit der Leitstelle und sowas, wo du dann da so das Mikrofon nimmst und dann mit deinem Headset und sowas reden kannst. Das wird dann so ins Spiel, ups, genommen und das wird so geil. Hä? Was klickt, ups. Ja, da kann man hier noch. Hier kann man Spiegel auswählen. Hier noch und hier. Hier noch Maßstab. Das braucht ja alles keiner. Unnötige HUDs, die keiner mag. Hallo? Hallo? Oh, geht wieder. Oh, jetzt nach vorne dazwischen kommen. Let's go. Ah, ey. So AIDS, dass hier überall 30 ist. Verschiedenem Wetter, einmal mit Regen, einmal mit Regen mit Nebel, einmal mit Sonne, gibt es dann noch dynamisch oder so, das ist dann wechselt, da werden wir dann in Zukunft vor allem dann im Multiplayer und sowas dann so spielen. Und schaut euch das an. Was ich glaube ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe, aber ihr werdet schon drauf gekommen sein, wenn ihr die Uhr lest. Wir fahren beim Abendverkehr. Und da schaut es einfach noch schöner aus als wie in der Früh. Ey, fahren Sie. Aber manchmal fährt die KI auch schneller, als was es ihr erlaubt ist. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber da einmal, ich bin genau 50 gefahren und der ist dann ordentlich vorbeigezischt. Flughafen Tegel. Oh je, da ist jetzt gleich eine 30er-Zone. Boah, das ist ätzend. Ja, aber wir waren ordentlich voll. Das meine ich. Der bremst dann so schlagartig, also schlagartig, so ganz komisch auf einmal ab und dann beschleunigt er wieder.
Ah, der Tempomat, der will jetzt irgendwie nicht mehr. Ah. Dann können wir hier reinfahren. Und damals noch der 30er-Zone, wenn ich mich recht erinnern kann. Ne, da vorne erst. Habe ich doch nicht richtig erinnert. Aber das Navi sagt noch 50. Ich meine, nehme ich an. Wenn ich schneller fahren darf, ich fahre schneller. Dann müsst ihr mich, euch um mich keine Sorgen machen. Das T-T-Bumm. Das T-T-K. Ja, das ist einfach ein Apple. Das Xi-Piro. T1. Ah ja. Wer kennt's nicht? Oh, ah, da, deshalb haben die da abbremsen. Ich hab gedacht, da war eine Ampel. Na gut. Taxi, ich darf fahren. Je suis Taxi. Nee, bin ich nicht, aber. Je suis Bus Driver. Nee, aber du, da bist du auch kein. Achso, da dürfen die Leute fahren. Da möchte ich mir auch mal das genauer anschauen, den Flughafen Tegel, weil ich glaube, man kann da auch wirklich runterfahren. Man muss da nicht drauf fahren. Wenn man sich natürlich an den Fahrplan hält, sollte man das. Ich meine, jetzt ein bisschen zu schnell. Ah, das macht nichts. Aha. Wir sind jetzt 4 Minuten, wahrscheinlich dann, wenn wir ankommen, 5 Minuten zu spät. Da ist gerade Lufthansa angekommen. Da sieht man die vielen Leute. Und hier ist gerade ein LKW weggepackt. Und da fährt ein lustiger Typ ran. Sehr nett. Und dann sind wir es auch. So. Dann halten wir hier. Steigen Sie aus. Wir können ja da jetzt schon. Die steigen ja wirklich alle. Ups. Geht das jetzt hier? Warte. Linke Maus. Ich drück linke Maus. Dann passiert nichts. Route vollständig. Ja, wir spielen noch kurz weiter. Haben Sie an, kommen Sie rein dabei. Das muss ich ja auch melden. Haben Sie an, kommen Sie rein. Oh, dann war's das. Gut, in der nächsten Folge schauen wir uns die Editoren vom Spiel an und dann werden wir nochmal so eine Sehenswürdigkeiten-Folge machen. Ja, bis dahin sage ich Tschüss.